Die Prostitution ist in Vorarlberg faktisch verboten. Über die Hintergründe dieses Verbots sprechen wir hier im Landeskriminalamt in Bregenz mit Andreas Gantner, Leiter des Ermittlungsbereiches Menschenhandel, Schlepperei. Herr Gantner, was sagt das Gesetz nun konkret zum Thema Prostitution im Ländle? Prostitution ist in Vorarlberg durch das Vorarlberger Sittenpolizeigesetz geregelt. Im Vorarlberger Sittenpolizeigesetz ist klar definiert, dass die gewerbsmäßige Unzucht verboten ist, sofern nicht eine Ausnahmebewilligung besteht. Derzeit gibt es in Vorarlberg keine Ausnahmebewilligung, somit de facto, wie Sie einleitend richtig gesagt haben, ist die Prostitution in Vorarlberg generell verboten. Warum nun gibt es dieses Verbot? Welcher Gedanke, welche Leitidee steckt da dahinter? Ja, wenn man vom Vorarlberger Sittenpolizeigesetz ausgeht, das ist ein Gesetz, wo das öffentliche Leben, der Anstand geregelt ist. Jeder, der gegen die guten Sitten, gegen den Anstand verstößt, ist eben zu bestrafen. Die weiteren Intentionen des Gesetzgebers sind, dass natürlich die Frauen, die in diesem Bereich tätig sind, auch geschützt werden. In welcher Form gibt es trotz diesem Verbot in Vorarlberg Prostitution und wie oft findet das statt? Das Ausmaß ist natürlich sehr schwierig für uns einzuschätzen. Die Dunkelziffer ist sicherlich relativ groß. Prostitution findet sehr oft im Verdeckten statt. Die Polizei führt regelmäßig Kontrollen durch. Stattfinden tut die Prostitution in Vorarlberg in Form von Straßenprostitution, der Straßenstrich, Wohnungs-, Hausfrauenprostitution oder aber auch in Lokalitäten wie auch schon festgestellt in den öffentlichen Lokalen, Table Dance Lokalen. Welche Maßnahmen treffen Sie nun bei der Polizei, um dieses Phänomen einzudämmen? Sind das eher präventive oder repressive Maßnahmen? Ja, sowohl als auch. Die Polizei im Allgemeinen führt natürlich Kontrollen durch, kontrolliert den Straßenstrich, geht Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Im Speziellen werden natürlich Kontrollen der Lokalitäten, die eben dem Rotlicht sehr nahe stehen, durchgeführt. Und woher kommen die Frauen üblicherweise, die sich in Vorarlberg prostituieren? In den letzten Jahren haben auch wir vermehrt festgestellt, dass die Frauen aus dem südosteuropäischen Raum, den neuen EU-Ländern, Bulgarien, Rumänien kommen. Aber es gibt natürlich auch Frauen aus dem süddeutschen Raum, Einheimische, aber auch aus dem asiatischen und südamerikanischen Raum. Weichen Männer aus dem Ländle, die auf der Suche nach Sex für Geld sind, vermehrt auch ins benachbarte Ausland aus? Ja, richtig. Diese Erkenntnisse haben wir von unseren ausländischen Kollegen. Vorarlberger sind mit einem sehr hohen Anteil im grenznahen Raum. In der Schweiz ist die Prostitution, wenn sie behördlich bewilligt ist, erlaubt. Und hier ist natürlich ein Ausweichen der Freier ins Ausland gegeben.